Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watch Dogs. Ja Leute, endlich ist es soweit. Ich bin richtig aufgeregt, muss ich zugeben. Ich fühle mich so ein bisschen wie, wo ich GTA 5 das erste Mal eingelegt hatte. Wir legen jetzt hier auch total blind los. Also man sieht das auch schon, ich kann nicht fortsetzen oder so. Das ist wirklich jetzt hier komplett neu und noch nichts angeguckt oder so. Und dann schauen wir einfach mal, wie es so ist. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und mir viel Erfolg und hoffe, dass nicht alles schief geht. Auf geht's. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft-Materialproduktion. Elf Monate später. Auf Deutsch und Englisch und verbal. Ich hab Gänsehaut ein bisschen. Ja, wirklich Gänsehaut. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Mir wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce.
Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. So, erschießen Sie mal dies. Halten Sie L2 und zum Zielen drücken Sie R2 zum Schießen. Er will den Namen ja nicht geben, ne? Dann. Erinnerst du dich jetzt? Ha, geplafft. Hey! Ja, drücken Sie, ja gut, bla bla bla. So. Juhu, Quicktime. Hm. Das war keine gute Idee gewesen. Kriegt man jetzt nicht mehr. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. So, drücken und halten Sie Kasten zum Hacken. Beziehungsweise Viereck. Kasten ist, glaube ich, nicht so die coole Bezeichnung dafür. Aber das kommt ja davon, wenn man sehr viel Xbox gespielt hat. Dann machen wir einfach mal. So. Okay, nochmal. Moment, das hat nicht so richtig geklappt. Ich muss echt weiter. Okay, verlassen Sie den Umkleideraum, sobald Sie dazu bereit sind. Hat das mal ein Getränkautomat? Steht da drauf, Energy Drink. Cool. Ah, das fetzt mir. Können wir die jetzt wenigstens auch trinken oder haben wir die jetzt ganz umsonst rausgeholt? Haben die wahrscheinlich ganz umsonst rausgeholt, hm? Schwachstelle erkannt. Yay. So, was gibt's denn hier noch zum Hängen? Was steht denn hier? Vega Maurice, vermutliche Verbindung zu dem Black Viceroys, verbrachte seine Kindheit in einer Pflegefamilie, Beruf Lieferfahrer, Einkommen $22.000. Krass, und wenn wir das dann wirklich bei jedem Bürger haben, diese Infos und so, das ist sehr, 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 sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben auch noch irgendwas. Medizin. Ja, nehmen wir mit. Und übrigens, falls jetzt Leute dabei sein sollten, die mich noch nicht so lange kennen oder jetzt vielleicht sogar über dieses Video auf mich gestoßen sind, ich bin immer ein bisschen verpeilt beim Daddeln. Und dazu kommt jetzt auch noch, dass ich seit Ewigkeiten mal wieder mit der PlayStation zocke. Ansonsten habe ich immer mit dem Xbox-Pad gespielt und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen reinkommen. Also ich bin immer so ein bisschen der Typ, der immer gegen eine Wand läuft oder so, wo irgendwas offensichtlich ist. Also ich sag's nur davor, ansonsten, wenn man super Gameplay sehen will, was profimäßig ist, da bin ich auf jeden Fall der Falsche. Also, was haben wir hier? Hacken. Systemschlüssel, Herstellungskomponente für einmal Hacks, okay. Dum, 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 dum. Na gut, aber die sagen, wir gehen mal raus, hm? Hier ist ja nichts Interessantes mehr. So, hier müssen wir hin. Irgendwie ein bisschen schneller rennen. Moment, das ist Deckung. Okay, das wird wahrscheinlich dann auch noch erklärt. So. Da sind wir. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit.
Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Ich mag Jordi. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Arsch. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! So, an der Polizei vorbeischleichen. Drücken Sie X, um in Deckung zu gehen. XX ist... Okay, unten. Sorry. Alter Schwede, das ist echt ein bisschen peinlich. So. Okay. Ja, das gehen wir schon irgendwie hin. In die Richtung, da kommen wir wahrscheinlich nicht weiter, ne? Ne, da sind wir ja auch von gekommen. Okay, dann gehen wir mal hier in die Richtung. So. Jetzt mal hier hin. Ich hab hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schuss, ich sehe fast gar nichts. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben zwei Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Ah, cool. Heckengeräusche zu aktivieren. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. So konnte ich den ablenken. Moment. Nice, nice. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerät. Auf keinen Fall. So, hätten wir. Roger, the polls now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today. And this game couldn't be any closer. Big base steal is on this team with 27 steals this series, but Sanova's watching them like a hawk. Das bekommen wir von der Hit, and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. So, hacken Sie die Kamera. Cool. Folgen Sie der Datenflusslinie bis zu Ihrer Quelle. Der geht hier lang. Ah, okay, ich kann zoomen. Moment mal. So. Die Kamera habe ich vielleicht. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. So, dann hier. Ah, okay. Und hier ist dann die Quelle sozusagen. Ich verstehe. So, erreichen Sie die obere Etage. Kommen wir wieder raus hier. Die Tür müsste jetzt aufgehen. Ist sogar schon auf. Na, das ist ja Luxus hier. Cool, also ein bisschen lang, cool schon mal gemacht das alles. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir dann endlich rauskommen in die offene Stadt Chicago. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Okay, benutzen Sie einen Köder, um die Polizisten abzulenken. Ja, das hatten wir vorhin schon mal gemacht. Okay. Warten Sie, um das Waffenrad zu öffnen. Köder. Drücken Sie Dreieck, um das Gebetobjekt herzustellen. Lassen Sie L1 los, um das Waffenrad zu schließen. Das ist richtig schön idiotensicher, die Erklärung. Das ist perfekt auf mich zugeschneidert. So, werfen Sie den Köder in das angezeigte Zielgebiet. So, in die Richtung ungefähr. Halten Sie R1 gedrückt, um einen Wurf vorzubereiten. Hierher werfen. Dahin, ne? So, halten Sie Würfel, um den geworfenen Köder zu hacken. Das ist richtig cool gemacht, Leute. Okay. Schluck den Köder. Dammit, wollte ich nicht. So, hier hin. Und jetzt schnell weiter hier. Vorne irgendwie sich wieder umdreht. Hätten wir. Nice, 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 nice. Ist vermutlich nichts. Nee, da ist auch nichts. Hey, Sie, Sir.
Das ist ja, doch scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. So benutzen sie die Profiler, um potenzielle Betrugsbelohnungen für Hacken zu finden. Der hat doch nichts getan. Zurück, das ist meine Kamera. Sie auch ein Weißwein? Dann müssen wir hin. Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Gut, ich brauche keinen Ausweis. Ein Lächeln wird zwar nett. Machen die alle Selfies? Ohne. Nee, machen sie nicht. Die filmen das alle nur. Hey, Mann. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können Sie auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich. Okay. Alter. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. So, den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Ich gucke nur gerade die ganze Zeit, was das gerade für ein Spiel ist, also. Das sieht ein bisschen aus wie Baseball, ne? Ist Baseball? Also, es ist ein offenes Stadion. Ja gut, egal, wir machen weiter. Wenn das jemand von euch weiß, kann das mir in die Kommentare schreiben. Das ist, glaube ich, nur die Kamera. Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. So hacken sie sich in das Stadionnetzwerk. Das kann ich nicht entscheiden. Dann Sicherheitssystem des Stadions, Schwachstelle erkannt, Firewall ist aktiv. Okay. Sorgen Sie für einen Stromausfall. Halten Sie L1, um das Waffenrad zu öffnen. So, hier unten. Halten Sie L1, um das Waffenrad zu schließen. So, drücken Sie L1, wenn im Rad ausgerüstet ist. Okay, Leute. Ich wollte mir das aber gerne... Ich kann mich nicht bewegen gerade. Ich muss L1 drücken. Schade, ich wäre ein bisschen näher gerade an das Spielfeld gegangen. Also, ich drücke jetzt R1 auf 3. Ne? 1, 2, 3. Das ist mal richtig cool. Hier ist PH2. Von hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Die Menschen strömen aufs Spielfeld. PH2, wir besprechen uns mit CTOS, ob das System zu starten. Warten Sie. Okay, Leute. Jetzt muss man schauen, dass man irgendwie hier rauskommt, so wie es aussieht. So, hier lang. Der hat uns gehört, wie es aussieht, hm? Fuck. Aufpassen. Ja. Weiter. So, halten Sie zum Rennen R2 gedrückt und zum freien Umherlaufen im Parcours die R2 plus Kreis. Okay. Gut zu wissen. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Habt eine Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss. Okay. Würde ich sagen, dann machen wir erstmal Schluss hier mit der ersten Folge. Denkt bitte an den Daumen. Ich gebe heute wirklich Vollgas. Also ich haue heute so 4 Folgen raus, wie ich auch nur kann. Und dementsprechend würde es mich natürlich sehr noch freuen, wenn ihr mir die Daumen drückt. Ja, ne? Also, ich denke, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin richtig happy so. Die Einleitung war halt schon ganz cool und ich bin jetzt auch dann richtig gespannt, wie gesagt, dann auf Chicago und wie das dann in der offenen Welt alles ist und so. Das wird richtig, richtig cool hier. Also bis dahin, macht's gut. Tschüssi.